Herz, allerliebstes Leben, so lass mich noch sonst. Ach, Herz, allerliebstes Leben, so lass mich doch los. Ich lauf dir ewig zu, doch so nicht davon. Ich lauf dir ewig zu, doch so nicht davon. Auflöse die schöne Jungfrau, das blühende Wein. Auflöse die schöne Jungfrau, das blühende Wein. Da war in dem Wald so der wunderschöne Wald. Da war in dem Wald so der wunderschöne Wald. Auf dem Nachmittag, dann stand schon in der Früh. Da kamen die wunderschönen Hunden uns dazu. Wirtsbeute, lass dich keiner das sehen. Das ist schön. Auf dem Nachmittag könnte und runter schon gehen. Wir sind schon bereit. Jetzt ist Zeit. Wir zwei tanzen miteinander. Und wir zwei sind schon seit 10 Körtern gefahren. Ich tanze auf der Welt mit keinem anderen als mit dir. Schau, da kommt die Salome. Was will denn die auf dem Kirtag? Mit die bastigen Farben haben. Da geht ja da lustig zu. Bist schon auf den Tanzboden gegangen, nicht wahr? Ja, alles möglich. Ihr werdet doch nichts dagegen, wenn ich auch haben, wenn ich auch mitgehe. Ja, hingehen kann auch jeder. Aber es ist wegen der Feuergefahr. Oh, und ist auch der Wächter dort. Und der hat einen echt starken Verdacht auf dich, weil du gestern deine Gänse beim Stall vorbeigetrieben hast, der abgebrannt ist. Und sag, glaub mal, du hast ihn angesundet mit deiner Frisur. Das ist recht abscheulich, was ihr immer habt über mich. Aber freilich, ich bin die Einzige hier im Ort, die solche Haare hat. Für die Schönste wollt ihr mich nicht gelten lassen. Warum setzt ihr mich als die Wildeste herab? Das ist der Mut wert. Sie wollte die Schönste sein. Ja, ich tanze mit dir. Was soll denn mir geschehen? Oh, Moment, du wirst ja wohl andere finden. Ja, ich muss mich nicht wegwerfen. Ja. Auf geht's. Hol uns jetzt allein rum. Los zum Kirtag. Ich bleib halt wieder allein zurück. Und warum? Weil ich die rotköpfige Salome bin. Rot ist gewiss eine schöne Farbe. Die schönsten Blumen sind die Rosen. Und die Rosen sind rot. Aber was nutzt mich das alles, wenn ich keinen habe, der mich auf den Kirtag führt? Ich könnte allein hingehen. Ach, da spotten wieder die Mädchen über mich. Lachen und schnattern. Ich gehe lieber zu meinen Gänsen. Die schnattern doch nicht aus Bosheit, wenn sie mich sehen. Und wenn ich ihnen das Futter gebe, schauen sie mir auf die Hände, nicht auf den Kopf. Geht ihr nur, geht, lasst mich allein. Dreht euch nur ja nicht um, denn ich kann gut ohne euch sein. Ihr seid es ja, die so viel dümmer als die Gänse sind. Denkt ihr, ich wein? Denkt ihr, ich sterbe vor Pein? Nein, ich doch nicht. Ich schlag mich durch, solange ich noch von Liebe träumen kann. So hab ich keine Furcht. Ich hab mein ganzes Leben noch und komm heraus aus diesem Loch. Ich schlag mich durch. Ich schlag mich durch. Hey, hey. Na, das ist wirklich arg. Das bist ein Weg aus der Stadt 5 Viertelstunden herausfahren. Schau mal, soll sich so erstellen wollen. Oh. Warum denn? Er hast ja deswegen Stellwagen, weil er nicht von der Stelle weiterkommt. Schade, dass du mit deiner Langsamkeit kein Stellwagen geworden bist. Dazu fehlt mir die Pfiffigkeit. Ein Stellwagen ist ja das pfiffigste Wesen auf der Welt, weil er ohne Unterschied des Standes an jeden Menschen aufsitzen lässt. Ich glaube, du hast halt wieder deinen witzigen Doch. Da bist du noch unerträglicher als gewöhnlich. Ja. Schimpf uns nur weiter. Lass uns ihr Galle an mir aus, lang wird so eh nicht mehr dauern. Willst du vielleicht gar aus den Diensten der Gnädigen gehen?
Der ist ja gescheit. Nein, aber Sie werden bald heiraten. Dann ist Ihrer Quälerei ein neues Fett eröffnet und ich bin nicht mehr der Spielraum Ihrer Zwidrigkeit. Ich werde nie mich mehr verheiraten. Ich bleibe meinem seligen Verstorbenen getreu. Vielleicht sich das ein nach seinem Tod, weil bei seinen Lebzeiten hat das nie recht glauben wollen. Wenn ich die gnädige Frau wäre, ich hätte schon längst weggejagt. Wenn ich die gnädige Frau wäre, blieb auch alles im Haus. Vielleicht springst du Gott. Ich habe die Erlaubnis, einen jungen, lustigen Burschen aufzunehmen. Na, das ist recht. Dann ist die Blog nicht mehr so groß. Ich gieß den Winterradi, mehr Einfluss verlange man. Schau, dass du weiterkommst. Geh zum Gevater Bolz. Der hat mir einen Wagenknecht empfohlen. Ha, vielleicht wird aus dem Knecht noch einmal ihr künftiger Herr. Ha, vielleicht gar. Bei mir kriegt jeder nur einen Korb. Ja, leider. Das spüre ich. Aber jetzt müssen sie ihn wieder nehmen, wenn ich zum Gevater soll. Ha! Langweiliger Mensch! Also so verwahrlost schaut der Garten alt aus. Und wie dies treibt um diesen rüstigen, flinken Gartenknecht. Der hat weiter mitgeschaut! Beinahe hätte ich ihn gehaut. Der Spitzbub, es ist wahr, lacht mich aus wegen die Haar. Wem geht es denn was an? Ich hoffe doch, dass ich kann Haare haben, wie ich will. Jetzt wird es mir schon zu viel. Rote Haare von einem falschen Gemüt zeugen soll? Es ist das Dummste, wenn die Leutner die Haare umteilen wollen. So kopflos urteilt die Welt über die Köpfe. Man kann sich auf den Kopf stellen. Es nutzt nichts. Das Vorurteil ist eine Mauer. Von der sind noch alle Köpfe, die gegen sie angerannt sind, mit blutigen Köpfen zurückgezogen haben. Ich habe meinen Wohnsitz mit der weiten Welt vertauscht. Und die weite Welt ist viel näher, als man glaubt. Aus dem Dorngestrüpp zuwiderer Erfahrungen einen Wanderstab geschnitzt. So ist man mit einem Schritt mittendrin in der weiten Welt. Glück und Verstand gehen selten an den Hand. Ich wollte, dass mir jetzt ein recht dummer Kerl begegnet. Ich sehe dafür eine gute Vorbereitung an. Der Weg war auch wieder mal umsonst. Oh, ein Fremder gestaltet sich vor meinem Blick. Schicksal, ich glaube, du hast mich gehört. Der Beschreibung nach, die mir der Herr Polz gemacht hat, könnte es der sein, den er erwartet. Wuchs, groß, Mund, groß, Augen, sehr groß, Ohren, verhältnismäßig, nur die Haare. Sucht der Herr dir vielleicht ein Brot? Ich such Geld, das Brot wusste ich mir nachher schon zu finden. Ja, und ich such Geld. Er sucht auch Gold und das verdächtige Aussehen. Sind Sie vielleicht ein Schatzgräber? Ja, wenn mir der Herr einen Ort sagt, wo er liegt, so nehme ich gleich bei einer Maulwurf-Lektion. Oder sind Sie gar ein Räuber? Bis jetzt noch nicht. Mein Talent ist noch in einer unentwickelten Bildungsperiode begriffen. Aha. Und verstehen Sie sich auf die Gärtnerei? Ich qualifiziere mich zu allem. Er ist's. Also Sie möchten bei unserer sauberen, jungen Gärtnerin-Witwe Gehilfe werden? Gehilfe der Witwe? Wie gesagt, ich qualifiziere nichts an. Mit so einem Gehilfen wäre schon geholfen, wie die mir jagen wird, wenn ich ihr das Florianiköpfel brächt. Herr, diese Äußerungen hört mein Innerstes. Vorher ab, rote Rübe. Ich bin entwaffnet. Der Mensch hat so etwas Dezidiertes in seiner Grobheit, dass er seinem Rein die Rede verschlägt. Recht freundlich, recht liebreich kommt man mir entgegen. Hier organisiert sich aber auch schon Misanthropisches. Ganz isoliert will ich sein! Halt, mein Geist.
Solcher Entschluss siegt im Gesetzigen. Der Hühnrücker führt ihn nicht aus. Nein, Menschheit, du sollst mich nicht verlieren. Appetit ist das zarte Band, welches mich mit dir verkettet, welches mich alle Tage drei, viermal mahnt, dass ich mich der Gesellschaft nicht entreißen darf. So erzeugt sich ein Individuum und treibt andere Individuen in einen Stall hinein. Gänse sind! Gänse! Oh, Huterin, warum treibst du diese Gänse nicht das Gebratene vor dir her? Ihr hättet mir eines als Wangsalien so geeignet. Mich drückt sie Magen, ich muss trinken. Sie drückt sie Magen. Wo könnte ich dieses selige Gefühl mit ihr teilen? Ein fremder junger Mensch. Und die schönen Haare. Gerade wie ich. Der Neugierige, ob die auch rote Ruben sagt. Grüß dich Gott, verwandtes Wesen. Gehorsamste Dienerin, schöner Herr. Die findet, dass ich schön bin. Das ist die erste unter allen. Oh, hören Sie auf, ich bin die Letzte hier im Ort. Ich bin die Gänsehüterin, die arme Salome. Arm? Ich bedauere die sorgsame Erzieherin, junge Gänse. Deine Kolleginnen in der Stadt sind viel besser dran und noch erteilen sie häufig von ihren Söhnen in einer Reihe von Jahren eine nur mangelhafte Bildung. Während du die deinigen alle Martini die vollkommen ausgebildet für ihren schönen Beruf der Menschheit überlieferst. Ich verstehe sie nicht. Sie reden so schön daher. Wer war denn dein Vater? Er ist gegenwärtig ein verstorbener Schulmeister. Das ist schön. Und ihre Frau Mutter? War vor ihrem Tod längere Zeit der ehrlichste Gatten ihres angetrauten Gemahls. Das ist schön. Die findet alles schön. Ich kann so dumm daher reden, wie ich will. Und darf man ihren Namen wissen? Wenigstens den Taufnamen? Du heißt Titus. Das ist ein schöner Name. Fast nur bei einem Mann vom Kopf. Aber so selten ist der Name. Ja, und ich höre, er wird bald ganz abkommen. Die Eltern könnten alle sich in Zukunft zu blamieren, wenn sie die Kinder so taufen lassen. Und lebendige Verwandte haben sie gar keine? Oh ja. Außer der erwählten Verstorbenen zeigen sich an meinem Stammbaum noch deutliche Spuren eines Herrn Vetters. Aber der tut nichts damit. Vielleicht hat er nichts. Kind, frevele nichts. Er ist Bierfessel, doch die haben alle was. Das sind gar fleißige Leute. Die versilbern nicht nur das Bier, sie vergolden auch ihre Kasse. Haben Sie ihm was getan, dass er sie nicht mag? Sehr viel. Ich habe ihn auf der empfindlichsten Seite angegriffen. Das Auge ist der heikligste Teil am Menschen und ich beleidige sein Auge so oft er mich anschaut, denn er kann die roten Haare nicht leiden. Der garstige Ding! Er schließt von meiner Frisur auf einen falschen, handtückischen Charakter. Und wegen diesem Schluss verschließt er mir sein Herz und seine Kasse. Das ist abscheulich! Mehr dumm als abscheulich. Die Natur gibt uns die Hube, die zarteste Anbetung. Werfen wir einen Blick auf das liebe Tierreich. So werden wir finden, dass Ochsen einen Abscheu vor die rote Farbe sein. Also welche ungeheure Blöße gibt es, wenn der Mensch sagt, gegen die rote Farbe? Wie sie da schön daherreden, das sieht man ihnen gar nicht an. Schmeichlerin. Dass ich dir auch so weiter erzähle von meinem Schicksal. Mir ist ohne Geld, ohne Liebe, ohne Freundschaft meiner Umgebung unerträglich geworden. Da habe ich alle Verhältnisse abgestreift, wie man einen wattierten Mantel aussieht in der Hitze. Und jetzt stehe ich in dem Hemdsärmel der Freiheit da. Wie gefällt es Ihnen jetzt? Wenn ich einen Versorgungsmantel hatte, der mich vor der Strom der Nahrungssorgen schützte. Also, es handelt sich um mein Brot. Na, dann, wenn der Herr arbeiten will, dann lässt sich gerade schaffen. Mein Bruder ist Geselle hier und sein Herr, der Bäcker, hat einen großen Haushalt und da brauchen sie einen Knecht. Was? Ich soll Knecht werden? Um aber wieder auf seinen Bruder zu kommen. Hat er dieses Brot verpasst? Gewiss, weil er auch dabei wieder leid. Natürlich als Geselle. Ich möchte doch sehen, wie weit es dein Bruder in den Brotwissenschaft gebracht hat. Na. Kosten Sie es. Es wird Ihnen aber nicht behagen.
Es ist... Na, meinem Gänsel schmeckt. Natürlich, das Vieh hat keine Vernunft. Der stickt und weht, mir schmeckt's auch. Na, was sagen Sie? Ist es schlecht? Ich will deinen Bruder nicht so vereilt, Madame. Um ein Werk zu beurteilen, muss man tiefer eindringen. Ich werde prüfen und dir gelegentlich meine Ansichten mitteilen. Also bleiben Sie doch noch eine Zeit da bei uns. Das ist gut. Den Stolz muss man ablegen, wenn man selber nichts hat. Und es wird Ihnen gut gehen, wenn Sie nur den Bäcker aufnimmt. Ich hoffe, alles vom Gesellen seiner Protektion. Da schauen Sie hin! Das Schwerge schon schon hin! Das große leuchtende Wasserzug! Millionen, alles ist hin! Oh. Er wird doch nicht da! Oh. Wenn ihm nur nichts passiert! Er rennt hin! Er packt das Pferd! Es reißt ihn nieder! Oh. 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 Er hat's aufgehalten! Das ist ein Teufelsmensch! Steigt aus dem Wagen und kommt daher mit ihm. Das muss ich sofort dem Bäcker erzählen. Wenn er das hört, nimmt er den Menschen gewiss. Oh, 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 der Schreck, der steckt mir doch in allen Gliedern. Lieben Sie da ein wenig niederzusetzen. Ja. Verdammter Kohl ist noch nicht in seinem Leben durchgegangen. Belieben vielleicht eine Reinigungsanwende? Nein, mein Freund. Oder belieben Sie vielleicht einen Arm gebrochen zu haben? Gott sei Dank, nein. Oder belieben vielleicht eine kleine Zerschmetterung der Hirnschale? Nicht im Geringsten. Auch habe ich mich befreit, erholt und mir bleibt nichts übrig, als Ihnen Beweise meines Dorns. Oh, ich bitte. Da standen drei junge Leute, die mich kennen und die schrien aus vollem Hals: Monsieur Marquis, Monsieur Marquis! Der Wagen stürzt ins Wasser. Was? Ein Marquis habe ich gerettet? Das ist was Großes. Hilfreiche Hand leistete aber keiner. Da kamen sie als Retter herbeigeflogen. Allgemeine Menschenpflicht. Und im entscheidenden Moment. Besonderer Zufall. Ihr Edelmut setzt mich in Verlegenheit. Und ich weiß nicht, wie ich meinen Dank mit Geld. Er lässt sich so eine Tasche schlucken. Oh, ich bitte, Geld ist eine Sache, die einen Mann von solcher Denkung zahlt. Du beleidigen würde. Naja, sehen Sie, das heißt. Ja, das heißt ja, den Wert Ihrer Tat erkennen, wenn man sie durch eine Summe auswiegen wollte. Ja. Es kommt halt drauf. An wer so eine Tat vollführt. Sicher. Ja, zum Beispiel, es hat einmal eine, ich weiß nicht, wie er geheißen hat, einen Prinzen, ich weiß auch nicht, wie er geheißen hat, dem das Leben gerettet. Der Prinz wollte ihnen mit Diamanten lohnen, entgegnete bald der Rette. Aber ich finde, in meinem Bewusstsein den schönsten Lohn. Und ich bin sicher, ich bin überzeugt, dass Sie mich wenig edler denken als der, wo ich nicht weiß, wie er geheißen hat.
Es gibt Umstände, wo der Edelmut ist geheim. Der Edelmut mit zu viel Worte unangenehm affiziert wird, wollen Sie sagen. Ja, ganz recht. Der wahre Dank ist ohne dies drum besser gänzliches Stillschweigen über die ganze Geschichte. Der Marquis hat ein Saatgefühl. Wenn er ein schündiger Kerl wäre, hätte gerade das Nebelkind davon. Aber Freund, ich mache da eine Bemerkung. Das wird Ihnen im Film hinderlich sein. Mir scheint, euer Gnaden ist mein Kopf nicht brett. Ich habe keinen anderen und kann mir keinen anderen kaufen. Vielleicht, ich denke, ein kleines Andenken müssen Sie doch von mir. Warten Sie auf einen Augenblick. Es hat nichts gefällt, dass er aus Dankbarkeit große Ruhm gesagt hätte. Das ist ein lieber Marquis. Was tut er denn? Er reibt zum Gespann. Es zuckt drin herum. Andenken, hat er gesagt. Zu guter Letzt macht er mir doch ein wertvolles Präsent. Was ist denn das? Eine Hutschachtel hat er rausgenommen? Er wird mir doch nicht für das, dass ich sein junges Leben gerettet habe, einen anderen Hut schicken? Ach! Oh, Freund, nehmen Sie das. Sie werden es brauchen. Und der äußere, gefällige Form, die macht viel. Nein, alles. Und es wird Ihnen nicht fehlen. Hier ist ein Talisman. Der Talisman. Und es wird mir sehr freuen, wenn ich der Gründer Ihres Glücks war. Adieu, Freund, adieu. Kunden? Talisman? Da bin ich doch neugierig, was da drin steckt. Eine Brücke. Nichts als eine kohlrabenschwarze Perücke. Glaube, der will sich lustig machen über mich. Warte, lebendiger Perückenschluck. Ich will bitte mir alle Bissbogen und Zielscheibe heilen. War denn das noch schon längst mein Wunsch? Habe ich mich nicht immer nur die 50 unerschwindlichen Gulden, die ein tauschendes Toupet kostet, abgehalten? Talisman, hat er gesagt. Er hat recht. Wenn ich diese Toupet absetze, so sinkt der Adonis zum Ratzelbindebuben herab. Und der Narzisst wird ausgestrecken aus der Mythologie. Meine Karriere geht an. Die Glückswette öffnet sich. Schau, die Tour steht gerade auf dem Dach, wer weiß. Ich riskiere es. Einem schönen Kerl schlägt mir ins Sehen. Mein liebster Musikgeben, es ist ein Unglück. Wie sagen Sie, was ist denn geschehen? Der Bäcker gibt sie nicht. Ich kann Ihnen nicht helfen. Es drückt mich völlig zum Weinen. Und mir geht's so zum Lachen. Also ist das gar so schwer, bei heute ein Knecht zu werden? Der Bäcker hat gesagt, erstens hat er ihre Zeugnisse nicht gesehen. Und dann sind ihm so viele anempfohlen, dass er bei der Vergebung dieser Stelle an Rücksichten gebunden. Schade, dass er keinen Konkurs ausschreiben lässt. Liebe Salome, mir sind andere Aussichten eröffnet. Ich bin auf Schloss berufen. Auf Schloss? Das kann doch nicht sein. Wenn die gnädige Frau sie sieht, jagt sie sie augenblicklich davon. Darf ich mich auch nicht blicken lassen vor ihr? Die Antipathie in der Gnädigen zur Nebensache. Seitdem sie bei mir hat die Hauptsache beendet. Ich gehe mit Kekka zu Besitz meinem Glück entgegen.
Ich wünsche Ihnen viel Glück zu Ihrem Glück. Aber es ist völlig nicht recht. Und es schmerzt mich doch, dass mir wieder eine Hoffnung in den Brunnen gefallen ist. Was denn für eine Hoffnung? Wenn Sie hier als meinesgleichen da geblieben wären, hätte es geheißen, da sind die zwei Wildesten im Ort. Da ist der rote Titus, da ist die rote Salome. Denn Titus hat kein Mädel angeschaut, so auch wie auch die Salome keiner von den Burschen. Der auf einen einzigen Gegenstand reduzierte Titus hat, muss in eine neue Vollendsleidenschaft passen. Es wäre zwischen uns gewiss die innigste Freundschaft. Und der Weg von Freundschaft bis zur Liebe ist eine blumenreiche Bahn. So weit habe ich nur gar nicht gedacht. Warum? Gedanken sind so frei. Ah, hören Sie auf. Es gibt Gedanken, für die man den Zoll mit der Herzen bezahlt. Meine Pläne gehen mir nie aus. Ja, der Mensch denkt und die Perücke lenkt, so heißt bei mir. Also, alles Argument. Nur nicht gar so stolz, Musikitus. Sie können schon einen ein bisschen freundlicher bei der Hand nehmen und sagen, für dich Gott, liebe Salome. Heil. Wir scheinen ja als die beste Freunde. Nehmen Sie wohl. Vielleicht sehe ich Sie bald wieder. Das ist ja eine ungewisse Sache. Ah, wer weiß. Sie gehen so stolz bei der Tür hinaus. Vielleicht werde ich schon sehen, wie Sie da bei derselben Tür herauslassen werden. Du prophezeist eine günstige Katastrophe. Da werde ich mich hersetzen, alle Tage auf die Tür hinschauen. Und drauf warten, bis man mich in deine Arme schleudert. Gut. Mach dir diese Privatunterhaltung. Für dich Gott. Mein Schicksalruf. Schön, Rainer. Ich folge diesem Ruf und bringe mich selbst als Abortell. Da geht er. Und ich weiß nicht, ich habe eh kein Glück gehabt. Und jetzt kommt es mir vor, als wenn er noch was mitgenommen hätte davon. Wenn ich es mir nur aus dem Sinne schlagen könnte. Aber wie denn? Mit was denn? Wäre ich ein Mannsbild, wüsste ich mir schon zu helfen. Aber so, die Mannsbilder, die haben doch in allen Stücken gut gegen uns. Wenn uns einer gefällt und versteht uns nicht gleich, was soll ja da machen? Es ist hart, meiner Treu. Ein Mann, der hat's leicht, ja, der rennt einer nach. Und merkt es nicht heut, so merkt es in 14 Tag. Er tut desperat, schlägt mit Kopf gegen die Wand. Und dass er's nicht spürt, macht er so mit der Hand. Und das Madel gibt nach, dass er sich nun nichts tut. Ja, die Männer haben's gut. Alles gut! Alles gut! Verdruss wächst schon so dick auf meinem Geschäftsocker. Ich kann selber nicht mehr ausjäten. Mein seliger Mann hat kurz bevor er selig geworden ist, gesagt, ich soll Witwe bleiben. Wie kann ein seliger Mann so eine unglückselige Idee haben? Die Knechte, keinen Respekt haben sie. Kein Vertrauen. Ich muss ihnen einen Mann geben, dessen Frau ich bin. Mein seliger Mann, der wird mir so den Kopf bald um mich beholen. Wenn er mal vielleicht so in der Nacht als Gespenst erscheint. Und er klopft. Ist ein Unglück geschehen? Oder kehren Sie vielleicht so statt jedes Mal den Hereinsagen sagen? Nein,
bin ich erschrocken. Seltenes Geschöpf, sie erschreckt, wenn einer antwortet. Sonst ist ein Frauenzimmer nur erschrecklich, wenn keiner mehr antwortet. Sie müssen schon entschuldigen, mein Herr, aber ich habe so schwache Nerven. Schwache Nerven? Nein, nein, nein. Die Nerven von stillen Gewebe, die Herzen von Wachsen und die Köpfe von Eisern. Das ist ja der Grundriss der weiblichen Struktur. So ein netter Mensch. Und die schwarzen Haare, die oben schwarzen Haare. Na, also, wer ist der Herr und was will der Herr? Ich bitte, die Herr ist meinerseits. Ich bin eher unterlegigste Knecht und Empfehlung. Na, so was sagt man, so ein Red sagt man aber, wenn man fortgehen will. Sie brauchen einen Knecht und als solchen empfehle ich mich. Was? Der Herr ist ein Knecht? Zur Gärtnerei verwendbar. Ein Gehilfe? Ob Sie mich Gehilfe nennen oder Gärtner oder das ist alles sein. Selbst existiert nur ein Ball. Wenn es mir als Gärtner gelingen sollte, Gefühle in Ihr Herz zu pflanzen, selbst nur den Ball, und Sie nicht zum unbeschränkten Plantage, Besitzer dieser Plantage ernennen sollte, existiert nur den Ball, selbst dann würde ich immer nur hier sein. Na, ja, red. Das ist ja. Ich bin ja positiv. Wenn man sagt, ich setze nur den Ball, dann darf man alles sagen. Ja. Also, was kam der Herr? Ich bin ein insultisches Gewicht. Nicht auf diesem Boden gepflanzt. Durch die Umstände auspressen und durch den Zufall in das räumliche Gartenschild ihres Hauses versetzt. Und jetzt, hier, wo der Sonne ihre Hut beschieden, hofft die saate Pflanze Nahrungsfinden. Also, versteht der Herr was von der Gärtnerei? Ich habe ein Menschenkenntnis, Vogelgau, Pflanzenkenntnis. Wie passt denn das zusammen? Sehr gut. Wer Menschen kennt, kennt auch die Vegetabilien. Da muss sehr wenig Menschen leben und viele unselige aber nur vegetieren. Zum Leben gehört sich, bin ich bereit mit, eine Million. Und das ist nicht genug. Auch ein geistiger Aufschwung gehört dazu und das findet man hochselten beisammen. Wenigstens? Was ich von den Millionären weiß, so führen fast alle aus millionärischer Gewinnbemerkungspassion ein so fades, trockenes Geschäftsleben, das kaum den lohnenden Namen Vegetation verdient. Der muss die höhere Gärtnerei studiert haben. So schwarz, so dunkel sein Kopf auswendig ist, so hell muss er inwendig sein. Sind ihm vielleicht die schwarzen Haare zuwider? Gehen's zuwider, Sie Schelm! Sie als Mann müssen doch wissen, dass die schwarzen Locken zu einem Mann am besten passen. Die Perücke wird. So, der Herr will in den Dienst gehen hier. Er ist aufgenommen. Der Herr hat Kenntnisse, aber nicht als Knecht. Der Herr ist aufgenommen. Der Herr hat Kenntnisse, Eigenschaften, ein vortreffliches Äußeres. Die Perücke kraftig kräftiger. Sie sind aufgenommen. Sie werden meine Gärtner befehlen. Und Sie werden noch mir der Erste im Garten sein. Die Perücke hat gesiegt. Ich weiß nicht, wie ich mich bedanken soll, als ich weiß, wie ich zu solchen Glück komme. Nein, die schwarzen Haare, die Schwärze, richtig italienisch! Ja, es geht schon beinahe hinüber. Es ist ein bisschen sizilianisch. Meine Mutter war eine südliche Gärtnerin. unter anderem, der Anzug, der schaut nicht sehr gut aus. Unter anderem den Anzug, da kann ich sie so nicht meiner. Der Madame vorstellen. Also, geht mal Ihnen das Sprichwort, das Kleid macht den Mann? Das Sprichwort, durch welches wir uns selbst so sehr vor den Schneidern herabsetzen und durch welches doch so unwahr ist. Nein, denn wie viele ganze Kerle gehen mit zerrissenen Anzügen herum? Hm? Der Anzug hat überhaupt nichts, was ein Gärtner. Doch, no, es hat nur zu viel Gärtnerartiges. Er ist übersät mit Flecken.
Er ist aufgegangen bei den Ellbogen an verschiedenen Orten und weil ich nie ein paar Blutträger wäre, auch heute begossen. Und wie er noch in der Blüte war, habe ich ihn oft wie ein Pflanze versetzt. Das stimmt, Olas. Aber gehen jetzt in das Zimmer, gehen jetzt durch dieses Zimmer in das Kabinett. Da steht er drüben und da ist der Hochzeitsanzug von meinem Gesicht. Mhm. Geht sie uns an. Das Hochzeitskleid so ich fand sie. Hören Sie. Da kann ich nichts dafür, wenn Gefühle erwarten die. Wirklich ein charmanter Mensch. Na, man kann ja nicht sagen, was nur auf uns zukommt, aber ein Spaß wär's, wenn ich früher zur zweiten Hochzeit käme, als die Kammerfrau. Die schaut immer so spöttisch auf mich herab. Und die hat den Friseur als Liebhaber. Aber mit der Hochzeit lässt das die Schönzeit. Bei mir könnte es schneller gehen. Das wäre ja ein Triumph. Ich muss die Leute zusammenrufen. Lutherkern! Lutherkern! Lutherkern, ruf die Leute zusammen. Ein neuer Gärtner ist angestellt, der für mich die Leute befähigen wird. Das ist gescheit. Oh, die Madame Kammerfrau. Na, das sind wir schon wieder. Bringt nur Verdruss. Wahrscheinlich hat wieder irgendeiner von den Gärtnern was angestellt und sie kann es wieder ausboten. Frau Gärtnerin. Ja, Gnädigste, zu Ihren Diensten. Die gnädige Frau hat heute Nachmittag Besuch aus der Stadt und wünscht sich, dass nicht wieder so schlechtes Obst wie das letzte Mal aufs Schloss gedrückt wird. Ich hab das Allerschönste. Und die gnädige Frau ist überhaupt mit der gesamten Pflege des Gartens höchst unzufrieden. Nein, das ist nicht meine Schuld. Das sind die Leute. Aber das wird sich alles ändern. Die Gnädige hat mir die Erlaubnis gegeben, einen rüstigen jungen Burschen aufzunehmen. Und wie es sich schickt, hat sich einer gemeldet und... Ich werde die gnädige Frau wissen lassen. Nein, das mache ich schon lieber selber. Ich werde mir die Erlaubnis geben, Ihnen der gnädigen Frau vorzustellen. Was fällt Ihnen ein? Der gnädigen Frau vorstellen? Solch ein Bengel! Oh, ich bitte, Madame! Sie können den nicht mit einem normalen Gartenknecht vergleichen. Nein. Es ist vielleicht schon möglich. Es ist vielleicht schon sicher, dass ich ihn heiraten werde. Also dieses Vermählnis wird der gnädigen Frau so uninteressant sein wie der gesamte Mensch. Und ich finde es daher sehr unstatthaft, wie schon gesagt, ihn der gnädigen Frau vorzustellen. So, da wären wir. Meine Sache habe ich in den Bündel zusammengebunden. Das hätten Sie gleich da drin lassen können. Sie nimmt es mir. In diesem Anzug, das gefrierende Bild ganz vor die Zähne zusammen. Und diese Geschichte, da legen wir vorhin? Links aus da drüben hinein. Selten so einen schönen schwarzen Kopf gesehen. Bitte, warum haben Sie mir nicht gesagt, mir nicht zu sehen, dass die gnädige Frau da ist? Nicht gleich die flickschuldigste Referenz. Es ist wirklich schrecklich, was Sie einen in deine Lage bringen. Das ist nicht die gnädige. Ich bin nicht die gnädige Frau. Nein, eure Gnaden sind es. Und wollen wir nur die Verlegenheit ersparen. Es ist die Kammerfrau der Gnädigen. Hören Sie auf! Diese Hoheit in der Stirnhaltung, diese herablassende Blickflimmerung, diese edle Ellbogenschwung. Ich bin aber wirklich nur die Kammerfrau der Frau von Pressenburg. Wirklich? Ich glaube es nur, weil ich aus ihrem eigenen Munde höre. Und so Kammerfrau. Meine Mutter war auch Kammerfrau. Was? Sie haben doch gesagt, Ihre Mutter war Gärtnerin. Tata, sizilianisch. Zuerst war sie Gärtnerin, dann ist sie Kammerfrau geworden. Wirklich ein interessanter Mensch. So legst du ihre Sachen dort in die Kosten.
besser weiß, wirklich nicht, was es tut, so einen Gestalt in die Antichambre zu passieren. Dort! Hört's mit! Dort hinten in den Kosten! Ja, gleich! Plastische Salonfigur! Oh. Die Leute werden ja alle da sein. Verdammt, wenn der mich erkennt! Das ist also der neue Gärtner? Da muss man sich ja zu Gnaden empfehlen. Schicken Sie mir hier nicht zu schüchtern. Herr Gärtner, der wohlverdienteste Mann im ganzen Personal. Ich muss nur geschwind ein Stück tüpfen, was gibt. Na, Sie haben ja kuriose Schnupftücher. Was ist denn das? Das ist die Verlobung von meinem verstorbenen Mann. Ach, schaut sehr ehrenmalig aus. Was zum Teufel? Dieser Gärtner kommt mir so bekannt vor. Sagen Sie einmal, haben Sie einen Bruder mit rotem Haar? Nur was fällt Ihnen ein? Ich habe da keinen Bruder. Ja, dann wird es halt der Bruder von meinem anderen sein. Was will denn der Dummkopf? Ich habe halt einen gesehen mit rotem Haar, das ist ja nichts Unrechts. Da ist das Obst. Das hätte gleich aufs Schloss kommen sollen. Das wäre eine saubere Manier, das direkt nur durch die Gartenknechte aufs Schloss zu schicken. Es wird ja immer so gemacht. Der Herr Gärtner, der neue Gärtner, könnte die Früchte aufs Schloss bringen. Das wäre sogleich die günstigste Gelegenheit, ihn der gnädigen Frau vorzustellen. Wie finde ich das, ihn der gnädigen Frau vorstellen? Sie haben gerade vorher gesagt, dass das ein Bengel ist und sowas stellt man nicht in der gnädigen Frau vor. Ich? Ein Bengel? Die Worte der Madame? Das ist arg. Ja, ja. Das ist enorm. Das mir unbegreiflich, wie Sie das Wort Bengel auf den Weg beziehen können. Na, ich glaub's ja. Ich glaube Sie mir. Es gibt außerdem noch Bengel genug. Und ich bin kein solcher Egoist, dass ich alles auf mich beziehe. Wenn diese Dame wirklich ihre Liebe zu dem Wort Bengel gegeben hat, so hat sie wahrscheinlich einen Pet. Vielleicht einen von diesen beiden Herren gemeint. Denn mich hat sie ja noch gar nicht gekannt und kennt mich jetzt noch zu viel wenig, um meine Bengelhaftigkeit zu einem Beurteilen gehörigen Urteil zu fällen. Ist das nicht korrekt? Vollkommen. Also, will man mich zur Lügnerin darstellen? Nein, nur zur Verleumderin. Also kommen Sie jetzt. Erlauben Sie? Aufs Schloss soll er kommen? Nein, ich werde ihn dorthin bringen. Er kann jetzt nicht mitgehen aufs Schloss. Das Schicklichste auf jeden Fall ist, dass ich bei die Gnädige warte, als Sie auf mich. Ja. Nein? Die Gnädige ist noch ausgefahren, die ist noch nicht zu Hause. Ja, dann ist es doch wirklich schicklicher, dass der Gärtner auf die gnädige Frau antwortet, als er wartet auf Sie, als Sie auf ihn. Das ist klar. Also, als Gärtner muss es aber noch mitbringen. Das ist was ich brauche. Na, das sind meine Blumen! Na, so einem Strauß müssen wir noch ein Band brauchen wir auch. Das habe ich mir erst aus der Stadt geholt. Das ist mein nächstes Band für den Hut. So einer Feierlichkeit ist das Beste und noch zu schlecht. Die Gute, sie weiß nichts von Etikette. Achso, hier, meine Unternehmen, tragt mir das Obst nach. Ja, zu Befehl. Ja, aber Sie sollten vielleicht erst etwas neue Gärtner in Respekt setzen, etwas zum Besten geben, finde ich zumindest am Platz. Ja, ich finde es auch am Platz, aber es ist ein anderer Platz, wo ich nichts bin. Ein vergnügender Haus. Na, das geht mir was an. Ich kann das in Rechnung stellen. Ja, halt, warten Sie, das ist eine Sache, die die Ehre des Hauses angeht. Nein, und demnach die gnädige Frau durch mich bestreichen wird. Kommt in meine Obhut, das werde ich machen. Erlauben Sie, diese Sache kann man arrangieren, ohne dass jemand dabei vor den Stumpf geschlossen wird.
Ich bin so frei. Geben Sie nur her. So, nur in solchen Fällen niemanden beleidigen. Heute werdet ihr alle eingeladen von mir. Yeah! Jetzt vor Wertsabschluss. Wir raufen bei Tag und wir saufen bei Nacht und fressen auf das über die Hälfte vom Geld. Das muss vertrunken werden. Also heißt zeitlich Feierabend machen. Bei sowas kommt gewiss keiner zu spät. Nur immer denken, ein Gärtner ist die edelste Pflanze. Drum muss er fleißig begossen werden, weil sonst folgt er ab. Da ist doch ein rarer Mann, der neue Herr Gärtner. Ein rüstiger Mann. Ja, das ist wahr. Oh, kurzsichtiges Volk. Ein fauler Kerl ist er, glaubt's mir. Da kenne ich mich aus. Der wird uns von keiner Arbeit überheben. Im Gegenteil, wir werden ihn noch bedienen sollen, den herklaufenden Ding. Und er wird die Hände in die Taschen stecken. Den gnädigen Herrn wird er spülen, der aufblasende Tagedieb. Das wäre nicht übel. Das soll ihm ja gleich. Nur ruhig. Für diese und ähnliche Schimpfereien haben wir heute Abend noch die beste Zeit. Und dann werden wir uns auch noch gleich überlegen, wie wir ihn wieder aus dem Haus vertreiben wollen. Ja, das können wir. Nur ruhig. Alles zu seiner Zeit. So, dass er eng gemacht wird. Nehmt euch den Grüning und geht's. Ich brauch den Tisch jetzt! Wir haben ohne den gerade gehen wollen. Ja. Es geschieht ja alles nur dem neuen Gärtner zu Ehren. Auf geht's, dass das bereitet wird. Schon recht, schon recht. Ich begreif gar nicht, wie Sie es übers Herz bringen, diese guten Menschen in ihrem unschuldigen Vergnügen zu stören. Halten Sie mal und helfen Sie mal den Tisch decken. Ja, die Arbeit lasse ich mir kein zweites Mal sagen. Ja, das ist aber nur für zwei Personen. Freilich? Speist der neue Gärtner im Schloss bei der Kammerfrau? Ja, der speist bei mir. Also er, sie und ich, wir sind aber drei. Freilich, wir brauchen nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es ist nicht mehr nötig. Also das ist die Zeit, wo ich vorher nie gegangen bin. Jetzt ist es aber so, dass Sie niemand mehr mit mir speisen wollen. Ich habe Sie nur früher gebraucht, weil ich nicht so alleine sein wollte. Und jetzt, Sie haben mir Kost gehört. Und wenn der Tisch deckt ist, dann können Sie gehen. Also das ist die Zeit, wo ich früher wirklich noch nie gegangen bin. Resonieren Sie nicht! Holen Sie die Suppen! Jetzt schon? Sie könnte kalt werden. Weil weiß man, der kommt? Der muss jeden Augenblick da sein. Weiß gar nicht, wo der so lang bleibt. Also ich fange jetzt schon langsam zum Begreifen an. Schweigen Sie und holen Sie die Suppen. Der muss ja schöne Blumage im Schloss arrangieren. Kann man es das lange Ausbleiben sonst gar nicht erklären.
Der war mir zu laut bei der Kammerfrau. Ach, Kammerfrau, ich... Ich weiß nicht, was ich mit der tue. Die? Komm, geh mal hin. Gut, dass ich dich sehe. Ja, wo bleibst denn so lang? Ich warte schon mit dem Essen. Ich nicht. Ich habe schon gegessen. Was? Am Schloss? Bei der Kammerfrau. In der Kammer. Sehr gut gespannt. Es war der erste Passant, den ich die letzte Ehre angetan habe. Mit diesem Schenkel ist seine irdische Hülle in der meinigen begraben. Na, das kann ich mir nicht erlauben, wenn sie da aufs Schloss aufgingen schmarotzen. Das ist... Das, das kann ich mir nicht verzeihen. Sie können sie verbitten, was sie wollen. Mehr aber nicht. Ich stehe nicht mehr unter ihrer Tyrannei. Ich habe eine andere, eine bessere Kondition angenommen. Nein. Und zwar das wer? Warten Sie ein bisschen. Warten Sie. Ich muss Ihnen was übergeben. Oh, Kammerfrau. Ich kenne dich. Eine Witwe, die einen Liebhaber hat, schnappt der anderen den ihrigen weg. Da ist die Suppe. Und das sind die ehemaligen Kleider an, die ich gegenwärtig nicht mehr habe. Einpunkt mit. Einpunkt, was ist das? Scher dich zum Kuckuck. Wird nicht gegessen? Nein! Ich hab keinen Appetit mehr. Und wer keinen Appetit mehr hat, der kriegt da keinen Appetit mehr. Die Hoppler, jetzt kommt die große Tafel zu zweien, bei der ich überflüssig bin. Scher dich zum Kuckuck, Blödmann! Also, der speist nicht da. Sie speist gar nicht. Und ich, der Ausgeschlossene, ich speise jetzt für alle zwei. Oh, unerforschliches Schicksal. Diese Anwandlung an Gerechtigkeit hätte dir gar nicht zutraut. Und will ich soll Jäger sein. Tja, wenn die gnädige Frau von einem Jäger nicht anderes verlangt als die Wagentür aufmachen und aufs Brett hupfen, so viel kann ich allenfalls in der Forstwissenschaft leisten. Verrücke, dir habe ich so viel zu danken. Die Kost ist exquisit. Betrunk, delikat. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich mir mein Glück wechsle oder das sogar erschwindlich mache. Das lasse ich mir gefallen. Diese Gärtnerkleidung hatte so etwas Bauernhaftes an sich. Für ihr Exterieur ist diese Jägerkleidung wie geschaffen. Wenn nur mein Exterieur in der gnädigen Frau dieselben gnädigen Einsichten erzeugt. Ich fürchte sehr, dass ein ungnädiger Blick von hier mir den Hirnschwänger entreißt und mir Krampen und Schaufeln in die Hände spielt. Sie trauen mir aber wenig Macht hier im Schlosse zu. Mein verstorbener Mann war hier auch Jäger und
Meine Gebieterin wird gewiss nicht glauben, dass ich für immer Witwe bleiben werde. Gewiss nicht. Solche Züge sind nicht für lebenslänglichen Schleier gebaut. Ja, Sie zweifeln ja nicht daran, dass meine Gebieterin meinem Mann eine Stelle in ihrem Dienste zuweisen wird. Der Zweifel wäre Frevel. Ich sage das ja natürlich nicht, als ich Absichten hätte. Doch, natürlich. Da haben Sie keine Idee. Ohne das zu verreden. Ich sage das nur, um zu beweisen, dass ich die Macht habe, jemandem eine Stelle hier im Schloss zu verschaffen. Oh, ein schwarzer Schädel, du himmelblaue Wunder. Also mein seliger Mann. Hören Sie auf! Nehmen Sie nicht den Mann selig, der nach Taschenspiel und Tod aus Ihren Armen in das Jenseits hinüber changiert hat. Nein, der ist selig, der sich des Lebens in solcher Umstellung erfreut. Oh, Konstantia! Man macht dem Ehestand überhaupt ein sehr schlechtes Kompliment, in das man immer nur die verstorbenen Männer, die ihn schon überstanden hat, die seligen hat. Sie meinen also, dass man an meiner Seite stolz in die unbekannten Welten blicken und sich denken kann, überall kann es gut sein, aber hier ist am besten. Das ist nicht schlecht, ja? Ich glaube, ich habe den Vorzimmer. Oh je, mit der Erlaubnis. Wie kommst du denn rein? Draußen war kein Mensch, da habe ich gedacht, das wird das Vorzimmer sein. Aber jetzt sehe ich, oh Madame. Kommen Sie ein bisschen heraus. Mir verschlägt die Rede, wenn ich so in der Brach stehe. Keine Umstände. Was willst du denn? Geschwind. Ich suche halt einen. Ja, wen suchst du denn? Einen mit roten Haaren. Ja, den wirst du ja leicht finden. Der wird dir ja auf 100 Schritte entgegenleuchten. Oh, nagelneuer Witz, was mich schon oft erfreut. Aber hier im Schloss wirst du ihn vergebens suchen, denn die gnädige Frau und ich würden einen solchen hier nicht dulden. Wir haben beide Antipathie gegen rote Haare. Wenn Sie ihn aber sehen, sagen Sie ihm bitte, es haben Leute gesucht in der Stadt. Sie haben so verdächtig um ihn gefragt. Und was hast du deinen Eltern gesagt? Los! Was hat diese Person? Helfen Sie mir doch! Oh Gott! Aber seltsam, Ihr Anblick hat diese Wirkung bei dir hervorgerufen. Das kann nicht sein. Ich bin nicht im umfallen Wind. Und was meine Schönheit angeht, naja, ist sie auch wieder nicht so groß, dass man drüber das Gleichgewicht verlieren muss. Ja, aber sehen Sie doch, sie bewegt sich gar nicht. Ja, das sehe ich. Halt auf. Es geht dir wieder besser. Sie bewegt sich wieder. Ja, das sehe ich auch. Ich werde frisches Wasser holen. Halt, halt, halt. Das ist nicht nötig. Es sei denn, Sie haben eine besondere Ursache, sich davon zu schleichen. Du wüsste nicht welche. Ich kenne die Person gar nicht. Dann haben Sie ja auch keinen Grund, Ihr Erwachen zu erfürchten. Nein. Wer sagt denn, dass ich mich fürchte? Oh, Madame, es wird mir schon leichter. Was macht ihr denn? Ja. Du kennst ihn? Nein, gewiss nicht. Aber wie er mich so scharf angeredet hat. Und darüber bist du? Nicht wahr? Es ist eine Schande. Solche Stadtnerven für eine Bauerndirne. Seien Sie nicht böse. Und wenn Sie den sehen, mit den roten Haaren, sagen Sie ihm, ich hab's gut gemeint. Ich hab ihn nur warnen wollen. Von den Leuten in der Stadt. Und sagen Sie auch, ich werde gewiss seinem Glück nicht mehr in den Weg treten. Sagen Sie ihm das, wenn Sie den sehen, mit den roten Haaren. Und jetzt bitte ich um Verzeihung, dass ich hier umgefallen bin, in den Zimmern, die nicht meinesgleichen sind. Und behüt Gott, Sie zwei. Jetzt fange ich wieder schon an zu weinen. Das gehört sich schon gar nicht. Nicht für ungut. Ich bin halt so ein dummes Ding. Seltsames Geschöpf. Was? Die Sache kommt mir doch sehr seltsam vor. Sie war so bewegt, so ergriffen.
Tja, über einen Rothaarigen. Haben Sie ja gehört. Ja, von dem sprach sie. Aber ihr Anblick hat sie aufs Heftigste... Jetzt hören Sie auf! Was fällt Ihnen ein? Sie wollen doch nicht bezweifeln, dass sie in heftigster Bewegung war. Was geht das aber mich an? Zuerst haben Sie mich völlig ausgemacht, weil sie bewegunglos war. Und jetzt fragen Sie, wer mich weiter in Bewegung hat. Ich will gerade gar nicht. Dann seien Sie nicht mal gleich böse. Ich kann natürlich Unrecht haben, dass Sie und so eine gemeine Person... Ach, ist ja ganz unwahrscheinlich. Ich glaub's. Ich bin ein Jüngling, der Karriere machen muss. Meine Idee, ich war für nichts höher. Ja, wirklich. Dann ist es ja nur gut, dass dieser unangenehme Vorfall in Abwesenheit der gnädigen Frau... Die gnädige Frau hasst das Gemeine ungemein. Sie hat nichts im Sinne als für geistige Bildung. So wie ich. Sie ist Schriftstellerin. Schriftstellerin? Ja, Sie verstehen doch, wenn halt mal von etwas Literarischem die Rede sein sollte. Nein. Das ist schlimm. Kinderei. Wenn ich auch nicht von der Schriftstellerei weiß, von den Schriftstellern weiß ich desto mehr. Ich darf nur Ihre Sachen göttlich finden. Und so sagen Sie gewiss. Ah, der Mann versteht. Tiefe Einsicht. Gründliche Bildung. Sie sind ein Schlaukopf. Das ist doch ein ganz anderer Mensch als mein Friseur. Oh je, das ist der erlaubte Bällegespender, wenn der noch nicht rauscht. Chère Constance, beinahe wäre es mir nicht mehr das Glück zuteil geworden, diese rasende Hand an meinen Lippen zu tippen. Diese Herablassung, ein Marquis und küsst ihr die Hand einer antichambrischen Person, das ist viel. Sie kommen so spät, ich dachte schon, sie kleben gar nicht mehr. Sie können wohl denken, dass nur ein außerordentlicher Zufall. Was ist das? Ein neuer Jäger aufgenommen? Ja, seit heute ein Mann mit vielen Anlagen. Wie können Sie die Anlagen eines Jägers beurteilen? Hat er was getroffen? Sie sehen doch, er ist sehr fleißig. Ja, und das... zu allem zu gebrauchen. Ja, das sehe ich. Mein Schiff, die schlage ich ihm um keinen Preis. Aber Sie vergessen ganz, mir zu erzählen von diesem Vorfall. Ja, mehr ein Unfall, der mit einem Genick brechenden Wasserfall geendet hätte, wenn nicht der Zufall einen Menschen in gerade dem Augenblick, wo das oft abscheuliche Tier mein Feuerfuchs... Jetzt habe ich wieder benennt mich beim Namen. Fuchs? Ich dachte, Sie hätten noch diesen hässlichen Rotschimmel. Wieder ein heimliches Kompliment. Ja, Sie haben recht. Ich habe ihn umgetauscht, weil sein Anblick Ihnen so zuwider war. Also, der Mensch, mein Retter, ich irre mich nicht. Der ist... Ich bitte eure Gnaden. Der Herr Martin nimmt mich für einen anderen. Ach, wozu was leugnen? Hey, Sie sind die Gestalt, die Stimme, die Farbe, der Haare. Oh je, jetzt kommt er schon über die Haare. Die Haare, das stimmt. Sehen Sie, haben Sie je so schöne Locken gesehen? Ja, bitte zu Güte. Der Herr Marquis bedankt sich anstatt meiner für das Kompliment. Meiner bescheidenen Art, da warst du nicht mehr übrig. Haben Sie
Sie verstehen doch etwas davon. Haben Sie je solch einen schönen Glanz? Bin mir nicht angewiesen. Solch eine Krause gesehen. Sie scheinen ein besonderes Interesse der neuen Domestiken zu nehmen. Das ist so eine Kameradschaft. Ja. Die eine Kameradschaft, die zwischen dem Jäger und der Kammer meines Erachtens nicht existiert. Herr Mann, was ist schickt oder nicht, kann ich schon sagen. Danke für die Aufklärung. Ich habe Sie begleitet. Verzeihen Sie, schätzte Postance. Ich wollte... Ja, ja, Sie wollten die blonde à la Enfant-Perücke der gnädigen Frau frisieren. Dort hinten im Kabinett, im Wandschrank, werden Sie sie finden. Gehen Sie in Ihr Geschäft. Was ist denn das? Das ist ja ein Friseur. Ich habe geglaubt, Sie sind ein Marquis. Eine Mischung von Baron, Herzog und großartiges Reich. Ich heiße nur Marquis. Ich bin Perücke. Tja, da waren alle es gone. Jetzt fühlen sie die Klug des Respekt mit Friseurkasten an. Und wir können uns in ihre Freundschaft miteinander schließen. Ja, ich bin Ihnen dank schuldig. Aber auch Sie mir. Und es wird sehr gut für Sie sein, wenn wir Freunde bleiben. Auf Leben und Tod! Herr Titus soll vorerst einmal nicht erfahren von meinem Verhältnis mit dem Friseur. Dieses eifersüchtige Benehmen des Friseurs. Ich glaube, es ist besser, ich entferne mich erst einmal. Meine Herren, wichtige Geschäfte. Ich lasse die beiden neuen Freunde alleine. Adieu, reisende Kameralistin. Manet. Was sollen diese Galanterien? Ich sage Ihnen jetzt geradezu, ich verbitte mir das. Chris, Constance ist meine Braut und wehe Ihnen, wenn Sie es wagen. Was? Sie drohen mir? Ja, mein Herr, und ich warne Sie, hey. Vergessen Sie ja nicht Ihr Schicksal. Aber, hey, und? Und dass Sie so undankbar sein könnten, das Perückenverhältnis zu verraten. Ah, und dass ich so klug sei, auf dieser Weise mich eines Nebenbuhlers zu entledigen. So spricht der Mann. Der Mann zu dem Mann, ohne der dieser Mann ein Mann des Todes wäre. Ohne welchen Mann jetzt diesen Mann die Gaffel fressen? Ich bin zu groß und da. Aber keineswegs zur Abtretung meiner Braut verpflichtet. Wer sagt denn, dass sie abgetreten werden soll? Ich buhle ja nicht um die Liebe, nur um die Protektion der Kammerfrau. Ah, jetzt sprechen Sie vernünftig und auf diese Weise können Sie auf meiner Dankbarkeit und vor allem Bewahrung des Haargeheimnisses zählen. Aber hüten Sie sich, mir Anlass zum Missvergnügen zu geben. Denn sonst denken Sie ja nur, Ihr Kopf ist in meiner Gewalt. Fluchte Geschichte. Kommt aber viel über meinen Kopf. Wenn ich auch nicht so viel drin hätte. Oh, du geil. Ich bin ordentlich matt.
zwei Stündchen wird es noch dauern. Wir sind gnädige Frau, komm. Und dann könnte ich mich ein bisschen. Was du denn? Nicht einschlafen. Où est-il rendu? Où est-il rendu, ce serpent? Wo ist er denn hin? Am Ende ist er gar zu meiner, ist meine Konstanz geschlichen? Da soll ich ihn ja. Ich habe mich Unrecht getan. Die Eifersucht. Närrisches Zeug. Ich muss das lassen. Hier liegt Knui. Und ein so schläft kein. Verliebt. Er hat wohl kein Gedanken an sie. Und ich muss ihn sehen. Schlaf, Titus, schlaf. Du bist doch ja ganz brav. Aus keino Kopf, Constantia. Drum lass ich dich ruhig schlafen. Schlaf, schlaf, Titus. Was war das? Könnte ja. Er träumt von ihr. Der Schlingen untersteht sich zu träumen von ihr. Solche Träume dulde ich nicht. Halt. Halt. So wird's besser sein. Wir wollen sehen, ob sie im roten Kopf ein Bububusi geben. Jetzt versuche dein Glück, guter Adonis. Den Talisman aber erhältst du nie mehr wieder. Was war das? Es scheint mir. Ein Bedienter stürzt sich hinaus. Die Gnädige kommt nach Hause. Jetzt werde ich vorgestellt. Ach, mein Anzug ist ganz derangiert. Ist ein Gespind, ein Spiegel. Herr Lemon, die Perücke ist weg. Sie will im Stab hinuntergefallen. Nein, weg verloren. Chelischer Friseur, Pomarias Ungeheuer, was hast du getan? Was sind grässlichen Perücken aufgegangen? Jetzt, in den hoffnungsvollsten, entscheidendsten Moment, stehe ich da, als windlich an der Totenbahre meiner jungen Karriere. Aber halt, er ist da drin und frisiert die Perücke der Gnädigen. Du komm mir nicht aus! Du gibst mir mein Toupet wieder, oder zettere Kampelhitter. Ich beule dir die Haar, Bruder Seele, bis aufs letzte Stahlbein aus dem Leib.
Ich muss schon sagen, ich finde es recht eigenmächtig. Feiner Kick von der Konstanze, dass sie sich untersteht, in meiner Abwesenheit Domestiken aufzunehmen, ohne durch meinen Befehl hier zu autorisiert zu sein. Seien Sie nicht böse darüber, liebe Mutter. Sie hat ja einen Jäger aufgenommen. Und das war schon lange mein Wunsch, dass wir einen Jäger haben. Nimmt sich dafür hübscher als unsere zweischiebbeinigen Bediensteten in der altfränkischen Gefäß. Jäger? Wozu brauchen Damen einen Jäger? Und der Sohn ein leckerer tierischer Schwarzkopf, sagt die Constantia. Der Schnurrbart zweifelt ihm und muss ihn die Mama wachsen lassen. Und auch einen Backenbart, ebenfalls ganz schwarz, das aus dem ganzen Gesicht nichts heraussieht als zwei glühende schwarze Augen. So was sind Texte hinten auf dem Bergen. Schweig! Ich werde diesen Menschen wieder fortschicken und damit punktum. Übrigens, wo ist der eigentlich? Titus, hat sie gesagt, heißt er? Hä? Titus? Hier bin ich und beuge mich im Staube vor der hohen Dignity, die ich in Zukunft dienen kann. Was ist denn das? Das ist ja kein Schwarzkopf. Ach, recht ein artiger Blondin. Dieser Blondin? Meine Kammerfrau hat Ihnen die Stelle eines Jägers zugeteilt. Ich bin nicht abgeneigt. Immer. Blondin hat sie gesagt. Ich hab ja doch. Meine Seele, ich bin blond. Oh, ich hab der Himmelsdorf in Dunkelheit eine lichte Berge erwischt. Wenn es der Kammerfrau nicht kommt. Und sage der Konstanze. Oh je, sie lässt sie holen. Sie soll meinen Anzug zur Abendgesellschaft brauchen. Gott sei Dank, da hat sie eine Weile zu tun. Sogleich, die Alberne Constantia hier mit zum Besten, gibt einen Blonden für einen Schwarzkopf auf. Ich stehe jetzt einer Schriftstellerin gegenüber. Da tun sie alle Tanzworte nicht. Das heißt jetzt, jeder Rede an Feiertagsgewand anziehen. Also, jetzt zu Ihnen, mein Freund. Das ist der Augenblick, den ich im gleichen Grade gewünscht und gefürchtet habe. Wenn ich sozusagen mit zahnhafter Kühnheit, mit Mut wollen zittern, entgegengesehen. Sie haben keine Ursache, sich zu fürchten. Sie haben eine gute Tournure, eine agréable Fasson. Und wenn Sie sich ruhig anstellen, wo haben Sie denn früher gedient? Nirgends. Es ist die erste Blüte meiner Jägerschaft, die ich zu Ihren Füßen niederlege. Die Gewehen, die ich jetzt bewohne, umschließt eine zwar dienstergebene, aber bis jetzt noch ungeliebte Individualität. Ist Ihr Vater auch Jäger? Nein, er betreibt ein stilles, abgeschiedenes Geschäft, bei dem die Ruhe das einzige Geschäft ist. Er liegt von höherer Macht gefesselt und doch ist er frei und unabhängig. Er ist erwiesen seiner selbst. Er ist tot. Verschwenderisch, er mit 20 erhabenen Worten das sagt, was man mit einer Silbe sagen kann. Der Mensch hat offenbare Anlagen zum Literaten. Wer war also Ihr Vater? Er war schülerischer Meister. Bücher, Rechentafel und Route waren die Elemente seines Daseins. Und welche literarische Bildung hat er Ihnen gegeben? Ich? Oh, ich besitze eine Art Literbildung. Ich besitze einen Anflug von Geografie, einen Schimmer von Geschichte, eine Ahnung von Philosophie, einen Schein von Jurisprudenz und einen Vorgeschmack von Medizin. Charmant! Sie haben viel, aber nichts gründlich gelernt. Darin besteht die Genialität. Das ist das Erste, was ich höre. Jetzt kann ich mir erklären, warum es so viel Genie gibt. Ihre blonden Locken schon zeigen ein Apoll-verwandtes Gemüt. Ist Ihr Vater oder Ihre Mutter blond? Kein von alle zwei. Es ist ein reiner Zufall, dass ich blond bin. Je mehr ich Sie betrachte, desto mehr ich Sie sprechen höre, desto mehr glaube ich, dass Sie nicht für die Livree passen.
Sie können durchaus mein Domestik nicht sein. Hast du verstoßen? Zerschmetter! Zermalmt! Keineswegs! Ich bin Schriftstellerin und brauche einen Menschen, der mir bei meinem intellektuellen Wirken zur Seite steht, als Sekretär mehr als gewöhnlicher Kopist. Und dazu ernenne ich Sie. Ich? Baba, wie glauben eure Gnaden, dass ich imstande bin, einen intellektuellen Zusammensteher abzugeben? Zweifelsohne. Und es ist mir sehr lieb, dass die Stelle offen ist. Ich habe einen weggeschickt. Einen Menschen von Gelehrsamkeit und Bildung. Aber er hatte rote Haare. Und es ist ein Horror für mich. Dem habe ich gleich gesagt. Nein, nein, mein Freund, es wird nichts. Adieu. War ich froh, wie er wieder fortmacht. Da darf ich mich schön in Obacht nehmen. Sonst endet meine Karriere mit einem Flug bei der Tür hinaus. Legen wir doch die Livree sogleich ab. Ich erwarte in einer Stunde Gesellschaft, wie ich sie als meinen neuen Sekretär vorstellen möchte. Aber eure Gnaden, wenn ich den Jäger schon ablege, mein anderer Lieblingsanzug ist ebenfalls Livree. Nehme ich Livree die Armut, ein geflickter Rock mit zerrissenen Aufschlägen. Da ist leicht abgeholfen. Gehen Sie da hinein, dann durch das Billardzimmer ins Eckkabinett. Dort finden Sie die Garderobe meines verewigten Gemahls. Er hatte ganz Ihren Wuchs. Wählen Sie nach Belieben und kommen Sie sogleich wieder hierher. Wieder der Anzug von einem Seligen. Ich eile! Ich bringe heute einen ganzen seligen Tandelmarkt aus dem Leib. Der junge Mann schwindelt auf der Höhe, auf die ich ihn gehoben. Wenn ich ihn erst durch die Vorlesungen meiner Dichtungen in überirdische Regionen führe, übel, übel. Ich muss mich über die gnädige Frau beschweren. Ich finde es sehr übel angebracht, einen Spaß so weit zu treiben. Sie hat mich ausgezankt, ich hätte sie der Haare wegen des Jägers angelogen. Erst dachte ich, sie macht einen Scherz. Aber dann hat sie mich eine dumme Gans geheißen. Ich werde sie darüber reprimandieren. Übrigens ist der Mensch nicht mehr Jäger. Ich habe ihn zum Sekretär ernannt. Und man wird ihm den seinen Posten schuldige Achtung erweisen. Sekretär? Ich bin entzückt, dass er bei Ihnen Gnaden gefunden hat. Seine schwarzen Haare, die denn so gut stehen zu seinem schwarzen Sekretärskostüm. Was sagen Sie da? Schwarze Haare? Mir scheint, Sie sind verrückt. Ich habe noch kein schöneres Goldblond gesehen. Eure Gnaden, Spaß! Ist mir noch nicht oft eingefallen, mit meinem Untergebenen zu Spaß. Aber ich habe doch mit eigenen Augen. Meine Augen sind nicht weniger eigen als die ihrigen. Und Sie nennen das blond. Was stimmt sonst? Also, ich bitte um Verzeihung. Dazu gehören schon eigene Augen. Und ich nenne das schwärzeste Schwarz, was existiert. Lächerliche Person. Machen Sie Ihre Schränke jedem Mann und anderen vor. Hast du mir Verstand zu verlieren? Da kommt er. Ist das blond oder nicht? Wer bin ich, Gnädigste? Wo steht die Konstanz? Was ist denn das? In Zukunft verbitte ich mir derlei. Kein Wort mehr. Die Gnädigste sind aufgeregt. Was ist denn? Stellen Sie sich vor, die Herrin da behauptet, sie hätten schwarze Haare. Das ist schwarze Wellen, du. Ja, aber ich kann nur einmal versichern. Und ich Ihnen noch einmal sagen, dass Sie gehen sollen. Gehen Sie und ordnen Sie meine Toilette. Das ist in der Verstand zu wollen nicht. Das übersteigt meine Fassung. Insolente Person, das. Meine Stellung hier im Haus gleich dem Brett des Schriftbrüchigen. Ich muss die anderen hinunterstoßen oder selbst untergehen. Ach, gnädige Frau. Dieses Frauenzimmer hat noch andere Sachen in sich. War sie etwa unhöflich gegenüber Sie? Oh, das nicht. Sie war nur zu höflich. Es ist schon größer, dass ich darüber rede, aber ich mag das nicht. Diese Person hat immer Augen auf mich als wen und redet immer als Ohr und tut immer als jung. Ich mag das nicht. Sie ist sofort heute noch. Und dann bin
beträgt sich der Friseur auf eine Weise. Er hat ein fernes Liaison-Verhältnis mit der Kammerfrau. Was kommt ihr denn an Anstandes Haus? Impertinent. Ich sehe das nicht gern. Diese Liebhaberei, dieses Charmieren, ich sehe das nicht gern. Ich tue es lieber selber. Und dann betrifft sich dann ist noch die Gärtnerin. Na, da will ich gar nichts sagen. Sprechen Sie, ich will es. Sie hat mir einen halben Heiratsantrag gemacht. Einen förmlichen halben Heiratsantrag. Sie soll noch heute aus meinem Hause. Anni, kommen Sie fort. Jetzt kann ich blonder Jüngling bleiben. Schreiben Sie so gleich an alle drei die Entlassungsbriefe. Nein, das kann ich nicht. Mein erstes Geschäft als Sekretär darf kein so grausames sein. Nein, welch zartes, nobles Sortiment. Mama, ich kann auch die Konstanze zu verklagen. Sie hat mich durch ihr Benehmen gezwungen, sie eine dumme Gans zu heißen. Dass doch immer einer der anderen was vorzurüpfen hat. Du wirst dir doch gleich den Dienst aufbedingen. Der Konstanze mündlich, der Gärtnerin und dem Friseur schriftlich. Schön, Mama. Ja, dies ist mein Tor. Nein. Nein! Das ist nicht möglich! Warum? So eine junge Dame. Und diese große Torte. Na, dann machen Sie dem anderen Bein. Wenn ich eure Gnaden schon eine Torte zu trauen soll, so kann sie hören. War das schon das Höchste? So groß sein! Es ist so richtig gesagt. Man hat sich konserviert. Ich weiß, was Konservierung macht, aber so weit geht das Konservatorium nicht. Närrischer Mensch, ich muss jetzt zur Toilette ein, sonst überraschen mich die Gäste. Du, Emma, begleite mich. Ich sehe Sie bald wieder. Nur bald! Nur bald ein Geschäft, wo ich meine Diensteifer zeigen kann. Adieu! Gnädige, gnädige! Ich sage derweil nicht als gnädige! Tja, wie einem das gespaßig vorkommt, wenn einen nie eine mögen hat. Und man fängt auf einmal zum Bezaubern an. Tja, das ist nett zum Sagen. Wenn ich denn heute Vormittag und jetzt, das wird doch eine Veränderung sein für einen Zeitraum von 4 bis 5 Stunden. Tja, die Zeit, das ist halt der lange Schneidergeselle, der in der Werkstatt der Ehrlichkeit alles zum Ende bringt. Manchmal wird der Arbeit gespielt, manchmal langsam. Aber fertig wird's, da nutzt nicht. Geändert wird alles. Presseburg in Soiree. Darüber muss man nur um den Tee. Willkommen, meine Herren und Damen. Ist's nicht gefällig? Ich komme vielleicht ungewöhnlich. Oh, wie gerufen. Mein neuer Sekretär. Freue mich. Nehmen Sie Platz.
dieser Herr wird Ihnen in der nächsten Tour meine neuesten Memoiren vorlesen. Charmant! Schade, dass die gnädige Frau nichts fürs Theater schreibt. Oh, wer weiß, was geschieht. Es kann sein, dass ich mich nächstens versuche. Ich soll es unendlich leicht sein. Es geht alles wie geschminkt. Ich für meinen Teil hätte eine Leidenschaft, eine Posse zu schreiben. Warum tun wir es denn nicht? Mein Witz ist nicht in der Verfassung, um etwas Lustiges damit zu verfassen. Schreiben Sie eine traurige Posse. Auf dem düsteren Staub nimmt sich der matteste Witz noch recht gut aus. So wie auf einem schwarzen Zahn die matteste Stickerei noch regiert. Aber doch was Trauriges kann man doch keine Posse heißen. Nein, wenn in einem Stück drei Späße und sonst nicht als tote, sterbende, bestorbene, die Eber und Todesträger vorkommen, das heißt jetzt ein Lebensbild. Das habe ich noch nicht gewusst. Doch eine ganz neue Erfindung. Gärtner hat der Haus- und Wirtschaft Poesie. Also lieben Sie die Rührung nicht? Doch, aber nur wenn sie einen würdigen Grund hat. Und der findet sich nicht so häufig. Drum kommt eine große Seele, lange mit einem einzigen Schnupftuschel ab. Dagegen brauchen die kleinen guten, ordinären Seele ein Dutzend Taschentücher in einer Komödie. Was sagen Sie zu meinem neuen Sekretär? Euer Gnaden, ich bitte um Verzeihung! Die Gärtnerin? Damit! Euer Gnaden, Sie wollen mich aus dem Dienst nehmen! Ich habe nichts getan! Ich bin über die Gründe, die mich dazu veranlassen, keine Rechenschaft schuldig. Was ist denn das? Der ist blond! Was gehen Sie die Haare meines Sekretärs an? Hinaus! Das kann doch nicht sein! Ich habe Ihnen gesagt, was die Mama befohlen hat. Des Dienstes entlassen. Im Ernst? Ja, gnädige Frau, das hätte ich nie gedacht. So ganz ohne Grund. Was hat sie verbrochen? Die Haare des Sekretärs sind dran schuld. Wie lächerlich, das ist nicht der Grund. Übrigens, was sagen Sie zu dieser Nelle? Behauptet, er hätte schwarze Haare. Nun frage ich Sie, ist er blond oder nicht? Er ist schwarz, sage ich. Tobia, der ist schwarz. Und ich muss Ihnen die Wahrheit sagen und ich sage, er ist nicht schwarz. Und er ist nicht blond. Was denn, Herr Fischer? Er ist rot! Ja, ich bin rot! Was ist das? Sie, doch! Ja, streut sie aussehen! Und der rote Schlumm hat mich heiraten wollen! Sie sind ein Betrüger, der meine treuesten Diener bei mir verleugnete! Hinaus oder meine Bedienten sollen! Wozu? Der Zorn überweist sie. Ich gehe. Hinaus! Das ist Ottokars Glück und Ende. Das ist wirklich der Mühe wert. Hat jemand sowas gehört?
stolze Gebäude meiner Hoffnung. Assekuranzlos abgebrannt. Meine Glücksaktien sind um 100% gefallen. Somit beläuft sich mein Aktivstand wieder auf die rundeste aller Summen, nämlich auf null. Kühn kann ich jetzt ausrufen. Welt, schicke deine Wälder über mich. Wälder, lasst eure Räuber los auf mich. Und wer mich um einen Kreuzer ärmer macht, den will ich als ein Wesen höherer Natur verehren. Halt. Etwas hat mir das Schicksal ja doch gelassen. Diesen sehr guten Anzug. Vielleicht nur als Souvenir an eine gestolperte und auf die Nase gefallene Karriere, aber doch eine Ausbeute. Dieser schwarze Frack. Wird samt Weste und Hose zurück zum Schloss geschickt. Ach, lieber Abgeordneter. Nur keine Umstände gemacht. Gesetzt, lieber Abgeordneter, ich wäre jetzt schon über alle Berge gewesen. Oh, unsere Wächter holen jeden Vagabunden ein. Oder gesetzt, lieber Abgeordneter, ich vergäße das Völkerrecht und schlüge sie nieder und liefere davon was. Zu Hilfe, zu Hilfe! Was schreien Sie denn? Ich frage ja nur und eine Frage ist erlaubt. Blutzerkern! Was geht? Der soll sein Vagabundengewand wieder anziehen, die honetten Kerle dalassen. Schon recht. Sie sind ein äußerst schmeichelhafter Mensch. Bitte, keine Komplimente. Sie ziehen jetzt die Kleider aus, ziehen ihr Vagabundengewand wieder ein und dann Gott weiß wo verschwindet. Verstanden? Ja, ich verstehe alles. Unglück hat mich heimgesucht. Ich habe die Visite im schwarzen Frack empfangen wollen. Aber das Unglück sagt, ich bin doch ein alter Bekannter. Ziehen Sie einen schlechten, zerrissenen Rock an. Machen Sie keine Umstände wegen mir. Na, wird's werden? Komm schon, komm schon. Wir haben gewiss nichts Übles vor mit ihm. Nein, das ist doch schon gesagt. Ich tue nur das, was mir der Baumeister gesagt hat. Was hat er denn gesagt? Das ist der einzigste Mensch, der auf meinen Geist Einfluss hat. Der hat gesagt, das hätten Sie nun davon, weil Sie sich von Jugend auf nicht um ihn umgeschaut haben. Jetzt geht er vielleicht umher der Welt und dort macht der Familie Schande und Spott. Drum bin ich ihm noch. Und wollen ihn gar einsperren lassen? Ach, ich? Mein Leben gern. Aber der Baumeister hat gesagt, das wäre auch schmach für die Familie. Hören Sie auf den leiblichen Vetter so böse. Kann ja mit dem leiblichen Vetter in der Seele wieder sein, wenn der rote Haar hat. Ist denn das ein Verbrechen? Rote Haar zeugen immer von einem fuchsigen Gemüt. Von einem hinterlistigen. Und nachher untersteht sich, untersteht und verschandelt die ganze Verwandtschaft. Sind freilich alle tot. Bis auf mich. Aber wie sie waren in der Familie, haben die alle braune Haar gehabt. Kein lichter Kopf zum Fenster. Und der Bub untersteht sich und kommt auch schädlich auf den. Deswegen soll man einen Verwandten nicht darben lassen, wenn man selber anders was hat. Was ich hab, verdanke bloß meinem Verstand. Und haben Sie wirklich was? Ich hoffe's. Meine Familie hat mir keinen Kreuzer in der Nase. Ich war bloß auf meinen Verstand beschränkt. Ich das glaub... ist ja kuriose Beschränkung, das. Ich glaub's, aber... Na, da ist noch eine Patentante gestorben. Und hat mir 30.000 Gulden hinterlassen. Denke ich mir, wenn jetzt noch ein paar stirben, dann nachher könntest du das tun. Richtig. Vier Wochen drauf, stirbt ein Vetter. Hinterlässt mir 10.000 Gulden. Das Winter drauf, stirbt der Großtante am hitzigen Fieber. Ich erb 12.000 Gulden. Das Sommer drauf, eine Großtante, ich erb 13.000 Gulden. Dann nur eine Großtante, wieder eine Patentante. Ja, alles wie mir das denkt haben. Ja, und in der Lotterie habe ich auch noch 10.000 Gulden gewonnen. Das auch noch. Ja, und man muss nicht glauben, mit dem Erbe läuft schon alles ab da. Man muss auch etwas anderes probieren. Kurzum, was ich habe, verdanke bloß meinem Verstand. Also, tun Sie bitte jetzt noch nach Ihrem Tode was für den armen Musikidus? Mir hat einmal ein gescheiter Mensch gesagt, ich kann gar nicht sterben. Warum? Das hat er nicht gesagt.
Das war zwar bloß Schmeichelei. Aber wenn es einmal soweit ist, werde ich schon einfach Fender von mir vermägen. Ich kann das nicht brauchen, dass mit so einem Rotköpfiger herkommt und er weist mir die letzte Ehre. Also tun Sie, wenn er jetzt noch nach Ihrem Tode nichts für den Institutus. Ich tue nur das, was mir der Braumeister gesagt hat. Ich kaufe mir Offizien in der Stadt, damit er da steht als Machtermann. Dann gebe ich ihm noch ein paar tausend Gulden. Das bin ich der verlorenen, verstorbenen Verwandtschaft schuldig. Ja, und dann sage ich ihm noch ein paar Grobheiten, wegen der roten Haare. Dann braucht er sich bei mir nicht mehr blicken lassen. Also, machen Sie ihn doch vermöglich und glücklich? Ich tue nur das, was mir der Braumeister sagt. Ich freue mich darüber. Und wenn er nicht mehr arm ist, ist er ja ganz für mich verloren. Mich hat er ja sowieso nicht gewollt. Und was ist er denn jetzt da im Schloss? Das weiß ich nicht. Aber bordiert ist er vom Kopf bis zum Fuß voll goldener Borten. Das ist Livree. Oh, Schandfleck meiner Familie. Der Neveu eines Bierversilberers. Voll goldene Borten. Ich wette, die ganze Verwandtschaft hat sich umdreht im Grab. Skandal ohne Gleiche. Führen Sie mich geschwind hinauf. Ich beutel den heraus aus der Livree. Ich habe keine Ruhe mehr, bis die Verwandtschaft wieder da liegt im Grab, wie es sich gehört. Aber lassen Sie sich nur sagen. Vorwärts, Alexa, leucht doch voran. Blutzerkern! Blutzerkern! Was schaffen wir uns an? Der Mensch ist doch schon fort, hoffentlich. Nein, er ist noch nicht fertig. Schauen Sie, dass er fertig wird. Wünschen Sie vielleicht noch einen Abschied zu P zu 2, bei dem ich überflüssig bin? Kopf. Ja, man nur gedacht, weil Sie sich zu Mittag so um ihn gerissen haben. Jetzt wäre die Gelegenheit günstig, weil jetzt schnappt ihn Ihnen die Kammerfrau doch nicht mehr weg. Dummen soll er sich. Macht der Herr mal, dass er weiterkommt. Nein. Bin schon da. Das ist aber sehr gefehlt für einen, der schon fort sein soll. Die Gärtnerin, die auch an meinem Haar ein Haar gefunden hat. Wollen Sie mir vielleicht gütigst was mitgeben auf dem Weg? Solche Tricks, die Sie sich mir gegenüber erlauben? Was mitgeben? Ich schaue lieber nach, ob er nichts mitgenommen hat. Was? Ja, man kann nicht wissen. Haariger Betrüger. Impertinentes Volk! Echt wie weich behandeln einen die Leute, wenn einem der Faden ausgeht. Im Grund habe ich es nicht besser verdient. Ich habe mich auch nicht sehr liebreich benommen, wie ich oben auf war. Lassen wir das. Es wird Abend. In jeder Hinsicht Abend. Wohin sich jetzt wenden, dass man ohne ein Kreuzergeld ein Nachtquartier findet? Logis gäbe es da genug, aber ich scheine eine Kost zu sein, die der Magen dieser Zimmer nicht verträgt. Herr von Titus. Also ich bitte mir es aus, mich nicht für einen Narren zu halten. Ich weiß recht gut, für was ich Sie zu halten habe, aber es darf ich denen nicht sorgen. Sie sind aufs Schloss eingeladen. Ich? Zu der Kammerfrau. Zu der Madame Constantia. Dann vielleicht zu der gnädigen Frau. Aber erst in einer Viertelstunde. Sie dürfen hier wenigstens im Garten spazieren gehen, wenn Sie wollen. Unbegreiflich. Aber ich tue es. Ich werde hier warten und dann erscheinen, wie befohlen. Wollen Sie aber nicht die Güte haben? Da sind Gartenleute und denen sagen, dass ich mit herrschaftlicher Erlaubnis hier promeniere. Denn nach dem Sprichwort Undank ist der Weltlohn habe ich Grund zu vermuten, dass die mich zum Dank für das, was ich Sie heute eingeladen habe, jetzt Hinauswerfungsversuche an mir machen werden. Bitte, mein Herr, das wird gleich gemacht. Ich reim mir das Ding schon zusammen. Die Gnädige wird in einem Anfall von Gnade in sich gegangen sein, eingesehen haben, dass sie mich als armen Teufel zu hart behandelt hat und rückt jetzt zum Finale mit einer Wegzehrung heraus. Halt! Um diesen Zweck noch sicherer zu erreichen, erweise ich ihr jetzt eine zarte Aufmerksamkeit. Ich habe doch noch,
kann die roten Haare nicht leiden. Ich habe doch irgendwo noch die alte Perücke vom Gärtner in der Tasche. Mit der mache ich jetzt meine Abschiedsvisite. Dann lässt sie gewiss was springen. Ich probiere es jetzt mit der grauen. Die blonden Haare und die schwarzen Haare, die ändern sehr bald die Farbe. Da hat auch für mich bei beiden nur eine kurze Herrlichkeit herausgeschaut. Die grauen Farben, die grauen Haare, ändern die Farbe nicht mehr. Mit den grauen mache ich vielleicht ein dauerhaftes Glück. Hab ich's denn gesagt? Oh, ich kenne meine Leute. Du läufst ihm noch. Es ist aber nicht der Mühe wert. Er hat die Perücken von meinem seligen Verstorbenen. Die ist so unschätzbar für mich. Hören's auf, da ist ein Schaum drin. Du laufst ihm nach und entreißt ihm den Raub. Da kriegt er keine 2 Groschen dafür. Nachlaufen. Ja, ja, ich werde schauen, dass ich ihn einhole. Laufen! Glaub's aber nicht. Jetzt ist schon Abend geworden und der Wächter hat sicher schon seinen Rausch. Ich ließ ihn eben einsperren, diesen Dings da. Der soll noch denken an mich. Was ist denn das? Frau Gärtnerin, warum denn so ein Zorn? Aber wenn dem Filou halt, hergelaufen ist. Halt, Ehre dem Ehre gebührt. Ich habe ihn auch früher einen Vagabunden genannt. Aber der hat einen steinreichen Onkel, der gerade ankommen ist. Der kauft ihn das erste Offizin in der Stadt. Und der will ihm 1000 von 1000 Gülden schenken. Hör's auf! Ja, ich habe ihn gerade aufs Schloss eingeladen. Den Monsieur Titus. Aber der weiß nichts davon. Gar keine Idee. Aber dem Ehre gebührt, weil ich zu ihm gesagt, Herr von. Diese Nachricht ist auf Krämpfe aufgebaut. Jetzt hast's umstecken. Jetzt muss ich schauen, dass ich Frau Alviererin werde. Es ist ja nur ein Unglück am Land. In der Stadt kann man das schon ausholen. Kommt der Hans zu mir, freut sich die Lies. Oberammergau, oder über Unterammergau, oder überhaupt nicht gut, das ist nicht gewiss. Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder, es spielt der Hirte auf seine Schalmei. Magen voll geladen, voll mit alten Weizen. Als wir in die Stadt reinkamen, fing sie an zu greifen. Drum lad ich all mein Lebetage nie alte Weizen auf mein Wagen. Schimmel, hü. Auf mein Wagen voll geladen, voll mit alten Weizen. Als wir in die Stadt kamen, die anderen schreiben. Drum hab ich all mein Leben Tage, nie alte Weizen auf mein Wagen. Schimmelbü, auf ein Wagen voll geladen, voll mit alten Weizen. Als wir in die Stadt kamen, die anderen schreiben. Drum hab ich all mein Leben Tage, die ganze Wagen. Wer hätte das dem Friseur zugetraut? Mit einem stolz hingeworfenen Adieu, Madame, hat er sich für immer von mir losgesagt. Eine gewöhnliche Witwe hätte das aus der Fassung gebracht. Aber mich, Gott sei Dank, kostet es nur einen Blick. Und ein Bräutigam, Monsieur Titus, liegt zu meinen Füßen. Wenn nur die gnädige Frau
die sich so gütig der Sache angenommen hat, den alten Spießbürger herumkriegen würde, dass er Titus als seinen Erben erklärt. Cassandra! Nein, Aline, es geht nicht. Oh, wäre es möglich? Ich habe mich eine halbe Stunde abgequält mit diesem Menschen. Seine lederne, wasserdichte Seele ist undurchdringlich für den Traum der Beredsamkeit. Er will ihn etablieren. Weiter nichts. Auf Erbschaft hat er keine Hoffnung. Ich dachte, es wäre so einfach und so leicht, ihn herumzukriegen. Ich habe sogar schon Herrn Notarius Falk, der hier seinen Sommersitz hat rufen lassen. Versuchen wir es noch einmal gemeinsam, gnädige Frau. Setzen wir ihm beide zu. Wenn du glaubst, ich habe dich heute aus Übereilung sehr ungerecht behandelt und möchte dies durch wahre mütterliche Sorgfalt wieder gut machen. Also gnädig, ich habe aber wenig Hoffnung. Es müsste nur, dass das Wiedersehen seines Neffens... Ja, der müsste bald hier sein. Ja. Ja, so sagen Sie mir doch. Ich weiß doch nichts. Was ist denn das? Sie haben noch die graue Perücke auf. Geht Sie was an. Ich bin herbestellt, melden Sie mich und damit punktum. Na gleich. Ich würde mir schon ein bisschen einen Stich da geben, wenn ich die Konstantia sehe. Nur dran denken, wie sie gesagt hat. Ach, wie abscheulich sieht der aus. So eine Erinnerung. Das ist ein Universalmittel gegen alte Regungen. Die soll Kammerfrau bleiben, wo sie will. Meine Herzenskammern, die bezieht sie nicht mehr. Die vermiete ich an einen ledigen Junggesellen und der heißt Weiberhass. Da haben Sie mich angemeldet. Nur keine Ungeduld, mein Herr. Die gnädige Frau diskutiert noch und da darf man sie nicht unterbrechen. Ja, aber ich bitte. Sie können hier noch warten oder da im Zimmer und ich werde schauen, wenn es Zeit ist, Sie zu melden. Fahr ab, du bordierte Befehlerfüllungsmaschine. Woher nur so lange bleiben? Georg sagte doch. Ach, mein neuer Garten, mich? Ach, das sind Sie ja. Sie werden staunen. Was ist denn das? Ach, die alte Perücke. War die einzige, der ich mich bemächtigen konnte. Ich benutze sie, um die ihr Nervensystem verletzende Couleur zu verdecken. So arg ist das nicht. Ich bin noch manchmal so kindisch. Kindisch? Diese Eigenschaft sieht Ihnen der schärfste Menschenkenner nicht an. Jetzt reden wir die Perücke schnell ab, denn es wird jemand. Ja, zu spät. Da ist er schon. Herr Neffe, Herr Schund, Ihr Neffe. Sehen Sie mal, wie Sie damit fertig werden. Der Herr Vetter? Ja, wie kommen denn Sie daher? Vollnederer als du. Durchgang, Herr Schwemmmeister. Ja, freilich. Wenn man einmal Ihre Dicke erreicht hat, geht man nicht so leicht wodurch. Du Marke der Familie, du! Das! Graue Haar! Oh je! Du bist ein Rotköpfchen! Ich war's! Ja, und jetzt? Jetzt bin ich grau! Möglich! Die Wirklichkeit ist oft das schönste Zeugnis für die Möglichkeit. Du bist doch erst 26, ja. Ich war es gestern noch. Aber der Kummer, die Kränkung, verlassen von meinem einzigen leiblichen Herrn Vetter, als hilfloser Durchgänger in die Welt zu müssen, hat mich um mein Jahrtausend älter gemacht. Ich bin über Nacht grau geworden. Über Nacht? Ja, Schlag 7 bin ich von zu Hause fort. Eine Dreiviertelstunde später schaue ich mich im Spiegel der Unglücklichen ins Wasser hinein, da war mir, als wenn meine Haare so gewiss gesprengelt wären.
Ich schieb das auf die Dämmerung, wähle mir den Linigraben zur Unterkunft, deck mich mit dem Nachtnebel zu, schlaf ein. Dann wach ich auf, schau in einen Glasscherben, der vielleicht einst ein Spiegel war, und ein eisgrauer Kopf, den ich nur an dem beigefügten Gesicht als den meinigen erkenne, starrt mir entgegen. Das wäre ja unerhört. Nein, nein. Die Geschichte spricht dafür. Ja, da war zum Beispiel so ein gewisser Belisar. Ja, von dem haben Sie gewiss gehört. Belisar. War das nicht so ein Bierverselberer? Nein, er war römischer Feldherr. Dem hat seine Frau durch den Senat die Augen auskratzen lassen. Das hättest du nicht die Weiber selber. Die hat aber den Codex Justinianus zu Hilfe genommen. Das nimmt sich der Mann zu Herzen und in 3x24 Stunden ist er grau. Und jetzt denken Sie, Herr Vetter, das, wozu ein römischer Feldherr 3 Tage gebraucht hat, das habe ich über Nacht geleistet. Und Sie, Herr Vetter, sind der Grund dieser welthistorischen Begebenheit. Geh los. Blutsverwandter. Ich bin der Vetter von einer welthistorischen Begebenheit. Weiß ich gar nicht, wie mir geschieht. 19 Jahre nicht gewein. Jetzt kommt das Zeug völlig schussweiß. Ist gut, wenn das alte Bier rauskommt. Ach, geh her, aber du weißt gar nicht. Springst du jetzt raus, weg wie ein hölzerner Reif. Oh mein Haar, hat er mich beim Haarzopf erwischt. Ah, sie haben mich so gedrückt, ich, mit dem Ring, glaube ich. Sei nicht so heiklig, her da ins fette Herz. Übrigens. Lass dir den nicht so drücken mit dem Ring. Lass dir den nicht so drücken mit dem Ring. Da hast du ihn. Du musst wissen, dass ich da bin, um dich als gemachter Mann in die Stadt zurückzuführen. Dass ich... Fetter Spund! Aber, wie du ausschaust, der Rock, ich muss dich doch der gnädigen Frau als mein Verwandter vorstellen. Und dann ist da noch einer drin. Etwa der Friseur? Das ist ja lustig. Der Person ist schon angesehen, falls die es abgesehen hat. Aber nur der Rock. Sagen Sie, haben Sie Körperste? Ja, jawohl. Ah, können wir schon wieder gehen. Jetzt kommen wir mal her, dass ich den ein bisschen sauber mache. Ja, was wollen Sie denn? Kommen wir mal her jetzt. Und jetzt einmal umdrehen. Dachte, Sie werden doch als Herr Vetter nicht Kleiderputzerdienste an den Neffen üben. Ich bürste doch nicht der Neffe. Ich bürste Naturerscheinung der Rock aus. Ich kehre den Staub ab von einer welthistorischen Begebenheit. Das entehrt selbst der Bierversilberer nicht. Und jetzt umdrehen mal. Zopf Sie. Na, fangen Sie vorne an. Ja, das ist auch recht. Schicksal, gib mir eine Schere oder ich renne mir ein Messer in den Leib. Das ist ja schrecklich, wie der Bums sich zugerichtet hat. Jetzt aber mal umdrehen, bitte. Das ist denn keine Rettung, es muss blitzen. Da blitzt mir ein blanker Stahl in die Augen. Die himmlische zeigt mir eine englische Schere. Da stellen wir uns rüber, da ist das wahre Licht. Das passt auf. Aber umdrehen jetzt mal, bitte. Nein, jetzt werden Sie vorne noch eine Menge Staub bemerken. Ah, so ist's, aber jetzt umdrehen, bitteschön. Schicksal, hab Dank. Die Amputation ist wirklich vorüber. Titus. Komm mal her. Du hast dich gekränkt um meinen hartherzigen Vetter. Und warum war ich hartherzig? Weil du rote Haare hast. Aber die hast du doch jetzt nicht mehr. Das ist also kein Grund mehr vorhanden. Ich muss weitherzig werden. Du bist mein 90. Verwandter. Du bist mit einem Wort. Du bist so viel als mein Sohn. Du bist mein Universalerbe. Was? Universalerbe? Universalerbe. Wenn ich das. Das ist das Recht darauf, was ihr von ihrem Herzen erwartet habt. Und wir haben auch gar nicht daran gezweifelt. Und zufällig ist Herr Notarius Falk da. Der hat derlei Dokumente immer in Bereitschaft. Nur her damit.
Das geht ja Hals über den Kopf. Die betreibt ja meine Erbschaft viel eifriger als ich selber. Sehen Sie, wie das gute Geschäft für Ihr Bestes sorgt. Ich weiß alles und willige gern ein in den Bund, den Liebe schloss und Dankbarkeit befestigen will. Ah ja, es ist alles in bester Ordnung. Dass er mir eine Offizin kauft, das kann ich annehmen. Er ist mein Blutsverwandt. Aber durch einen Betrug sein Universalerbe wäre, das mag ich doch nicht. Halt, Herr Vetter, erlauben Sie. Ja, bist du noch nicht zufrieden? Gnädige Frau, gnädige Frau. Sie kommen zur ungelegenen Zeit. Um Rechnung zu legen. Habe ich Ihnen nicht bereits gesagt, dass ich sie wieder behalte? Es könnte ja sein, dass ich in die Stadt heirate. Ich brauche es ja nicht geheim halten. Der Musiditus im Pertinent. So sagen, wie viel hast du das Heiraten versprochen oder der Sportation? Versprochen gar keine. Übrigens, das ist Nebensache. Heirat du, wen du willst. Du bist Universalerbe. Musiditus, Musiditus! Was ist denn das? Ach, ich bitte um Verzeihung. Was hat diese Person hier zu suchen? Ich suche Musiditus, die Gärtnerin hat gesagt. Die ist direkt hier. Dann kann sie selber sagen, hier was denn? Sie winkt mir, dass ich ihr nichts sagen soll. Mit der Sprache. Nein, solange sie mir so winkt, sage ich nichts. Das werde ich mir doch verbieten. Also was ist's? Die Gärtnerin hat dem Blutzekern gesagt und der Blutzekern hat mir den Auftrag gegeben. Ja, was denn? Der Musiditus soll die Perücke zurückgeben. Was? Was für ein Perück? Diese da. Was wäre jetzt das? Du Busto! Das heißt, sie hat sich da einen etwas albernen Scherz mit ihrem würdigen Herrn Onkel erlaubt. Sie würden aber doch nicht glauben, dass er diese plumpe Täuschung nicht augenblicklich gemerkt hätte. Aber als ein Geist, er müsste der dümmste Mensch unter der Sonne sein, wenn er die plumpe Täuschung nicht augenblicklich gemerkt hätte. Aber als ein Mensch von Geist und Verstand... Hat er alles gleich durchschaut und nur mich aufsitzen lassen. Ist's nicht so? Ah, freilich, freilich. Hab ich alles durchschaut. An ihm ist es jetzt seine Vergebung zu erflehen. Ja, und um dass der geistreiche Mann sie während der Haare wegen nicht der Erbschaft entziehen wird, dürfen Sie es mit Zuversicht hoffen. Nicht wahr? Ja, freilich, freilich. Dass ich aber freiwillig auf die Erbschaft Verzicht leisten werde, das werden Sie nicht hoffen. Mein guter Herr Vetter kauft mir ein Geschäft. Mehr verlange ich mir nicht. Dafür werde ich ihm auf ewig dankbar sein. Erbschaft brauche ich keine. Denn ich wünsche, dass er noch 300 Jahre lebt. So alt ist er noch gar nicht hier vor selber Ort, oder? Titus, du bist doch ein guter Kerl. Trotz der rote Haare. Tja, die roten Haare. Apropos, dass ich nun ohne Erbschaft keine von denen heiraten kann, die roten Haare nur an einem Universalerben verzeihlich finden, das versteht sich von selbst. Ja, ich heirate die dem Titus seinen Titus nicht zum Vorwurf machen kann. Die schon von Anfang an auf den rotköpfigen pobre Diabler ein bisschen einen Schneid gehabt hat. Und das, glaube ich, war bei dieser da der Fall. Was? Musiditus? Wird der Deinige. Adieu! Die Frau wünscht nicht ferner gestört zu werden. Also, da wünsche ich Glück. Gleich und gleich gesellt sich gern. Ja, du tust ja gerade so, als wenn ihr da gar nichts mit zum Reinreden hält. Ich weiß, Herr Vetter, die roten Haare missfallen. Ja, sie missfallen fast allgemein. Warum aber? Weil der Anblick zu ungewöhnlich ist.
Wenn es mehr davon gäbe, dann käme die Sache in Schwung. Und dass wir zu dieser Vervielfältigung den Beitrag leisten werden, da kann sich der Vetter drauf verlassen. Hat mein Bart.